Ja, hallo, danke wieder fürs Einschalten. Heute zum Thema Kreditarten möchte ich mal erklären, was so ein Annuitätendarlehen ist. Ein Annuitätendarlehen wird zum Beispiel oft bei Baufinanzierungen verwendet. Und das Typische beim Annuitätendarlehen ist, dass die Raten immer gleich sind. Das heißt, die Annuität, das heißt, das, was man monatlich und jährlich zahlt, ist immer die gleiche Höhe. Ich habe das hier mal aufgeschlüsselt. Und zwar die Annuität ist ja die Rate, die man zahlt, und die setzt sich zusammen aus Zinsen plus der Tilgung. Die Tilgung ist also das, was ich netto von der Kreditsumme zurückzahle. Das heißt, das sind keine Zinsen, sondern das ist wirklich dann das Abzahlen des Kredites. Und links habe ich mal eine Tabelle vorbereitet, ein Diagramm, an der man sich das besser veranschaulichen kann. Das hier, diese Linie, ist die Rate, die man zum Beispiel jeden Monat zahlt. Und wie man sieht, ist diese immer gleich hoch. Jetzt muss man natürlich sehen, hier drinnen, diese gestrichelte Linie, das heißt also, die Zinsen bei einem Annuitätendarlehen fallen immer weiter. Das heißt nicht, dass die Zinsen günstiger werden, sondern dass der Anteil an der Rate, also an der Annuität, in Bezug auf die Zinsen immer weiter fällt und die Tilgung steigt immer. Das heißt, umso länger dieses Darlehen läuft, umso mehr zahle ich reell für die Kreditsumme ab. Ich habe hier mal noch eine Beispielaufgabe vorbereitet, da kann man sich das noch etwas besser vorstellen. Zuerst mal hier noch eine Grundlage dazu, das heißt die Formel der Annuität. Wie gesagt, die Annuität ist also die gleichbleibende Rate, die der Kreditnehmer zurückzahlen muss. Das heißt, das, was er am Ende wirklich von seinem Konto abgebucht bekommt, um eben den Kredit abzuzahlen. Die Formel lautet wie folgt. Am Anfang nimmt man die Kreditsumme. Das heißt zum Beispiel, wer ein Haus abzahlt, 250.000 Euro. Mal, dann kommt ein Bruchstrich. Und jetzt multipliziert man den Zinssatz. Und zwar aber durch 100 geteilt. Also sozusagen den Promillewert, sage ich mal. Wenn wir also 3% Zinsen haben, müssen wir für den Zinssatz jetzt 0,03 einsetzen. Mal, Klammer auf, 1 plus nochmal den Zinssatz, Klammer zu, hoch die Laufzeit. Das heißt also, zum Beispiel 20 Jahre, heißt also der Zähler oben 0,03. Mal Klammer auf, 1 plus 0,03, Klammer zu, hoch 20. Und unten nochmal was fast identisches. Hier unten in den Nenner kommt jetzt nochmal Klammer auf, 1 plus Zinssatz. Der Zinssatz wieder mit 100 geteilt, also 0,03, Klammer zu, hoch Laufzeit, also hoch 20 zum Beispiel, minus 1. Die minus 1 kommt nicht mit in den Exponent, sondern dahinter. Das heißt, dieser ganze Term wird nochmal mit 1 subtrahiert. Und das ist jetzt die Annuität. Und das, was bei der Annuität rauskommt, zum Beispiel 800 Euro, ist jetzt eben die Rate, die der Kreditnehmer gleichbleibend zahlen muss. Wie gesagt, hier mal ein Beispiel, um das mal etwas zu veranschaulichen. Ich habe mal ein relativ einfaches Beispiel vorbereitet. Ich lese mal vor. Ein Darlehen von 100.000 Euro wird mit einem Zinssatz von 10% PA auf 5 Jahre als Annuitätendarlehen gewährt. Wenn ihr also mal so eine Aufgabe habt in irgendeiner Prüfung oder irgendwas und ihr lest das eben als Annuitätendarlehen, müsst ihr euch dann eben die Formel zur Hand nehmen und erst einmal eure Annuität ausrechnen oder je nachdem, ob ihr das für euch privat ausrechnen wollt. Das heißt also in diesem Fall,
Wir setzen einfach die ganzen Werte ein. Für die Kreditsumme nehmen wir die 100.000 Euro. Die 0,1 sind wie gesagt 10 durch 100. Also der Zinssatz mal, Klammer auf, 1 plus den Zinssatz nochmal, Klammer zu. Und in den Exponenten dann eben die Laufzeit, die 5 Jahre. Und unterm Bruchstrich nochmal, Klammer auf, 1 plus Zinssatz 0,1. Klammer zu, hoch Laufzeit minus 1. Das müsst ihr euch euer Taschenrechner dann anzeigen. Und am Ende kommt eben dann das als Annuität raus. Das heißt also, 100.000 Euro mal 0,263 noch was wäre dann eben, ich habe das hier schon mal in die Tabelle eingeschrieben, eine Annuität von etwas über 26.000 Euro im Jahr. Das heißt also, das ist jetzt der gleichbleibende Betrag oder die gleichbleibende Rate pro Jahr was oder pro Monat, je nachdem, auf welche Periode man das ausrechnet, was man eben zurückzahlen muss. Das heißt also, wie schon ganz am Anfang erklärt, die Annuität hier oben, also der Gesamtbetrag, den man pro Rate zahlen muss, der ist immer gleich. Die Besonderheit, wie gesagt, bei diesem Darlehen ist eben, dass sich nur die Zusammensetzung ändert. Das heißt, am Anfang sind die Zinsen höher, also der Zinswert, das sinkt am Ende und die Tilgung, also das, was ich wirklich zurückzahle für diese 100.000 Euro, das steigt eben immer weiter. So, wie man das jetzt weiterrechnet, zeige ich mal. Am Anfang bleibt, wie gesagt, eine Restschuld von 100.000 Euro. Die Annuität habe ich schon ausgerechnet, die kann ich für alle Jahre eintragen. Und die Zinsen, wie gesagt, die rechne ich jetzt immer von diesem Betrag hier vorne ab. Das heißt, Restschuld am Jahresanfang, 10% von 100.000 Euro sind 10.000 Euro Zinsen. Und jetzt nehme ich die Annuität 26.379,75 minus die Zinsen und der Rest ist dann Tilgung. Warum? Weil die Annuität immer gleich bleibt. Das heißt, am Ende muss immer eine Annuität von 26.000 noch was Euro rauskommen. Und da sich die Zinsen jedes Jahr ändern, muss ich auch jedes Jahr den Teil der Tilgung neu ausrechnen. So, das heißt also, ich habe jetzt im ersten Jahr 100.000 Euro Restschuld. Davon gehen 16.379,75 an Tilgung weg, also an Nettoabzahlung sozusagen. Habe ich also eine Restschuld von meiner Kreditsumme von 83.620,25 Euro. Die Zinsen, wie schon gesagt, hier hinten werden wir nicht berücksichtigt. Da es hier wirklich nur um die Nettosumme geht, also um die 100.000 Euro, die ich mir ausleihe. Die 83.000 noch was schreibe ich mal wieder hier vorne hin. Und das ist ja die reelle Restschuld, die ich noch habe. Und jetzt geht das Spiel wieder von vorne los. Die Annuität steht schon da. Von dieser Restschuld nehme ich wieder 10% an Zinsen. Das sind dann 8.300 noch was Euro. Jetzt muss ich wieder die Tilgung ausrechnen. Das heißt, ich muss insgesamt in diesem Jahr 26.000 Euro noch was bezahlen. An Zinsen muss ich 8.000 Euro bezahlen. Das heißt, ich subtrahiere die zwei Werte und bekomme auf eine Tilgung von 18.000 noch was Euro. So, da ich von diesen 83.000 Euro 18.000 noch was tilge, subtrahiere ich das auch wieder und komme auf 65.000 Euro. Restschuld am Jahresende, also eine Restnettoschuld von den 100.000 Euro. So mache ich das Jahr für Jahr weiter. Am Ende kann man zur Kontrolle das alles nochmals summieren hier unten. Was natürlich auf jeden Fall sein muss, ist, dass dieser Betrag hier unten stimmt. Hier muss man wieder auf 100.000 Euro kommen bei der Tilgung. Meistens ist es so, dass mal 1 oder 2 Cent hin und her weichen. Das ist aber ganz normal.
Das sind dann eben Rundungsangelegenheiten. Und wenn ich die Zinsen alles summiere, komme ich eben auf die Gesamtzinsen, die ich bezahle. Und hier bei der Annuität habe ich die Gesamtannuität, das heißt also den Gesamtwert, den ich zurückzahle, um 100.000 Euro eben als Kredit aufzunehmen. Das heißt, insgesamt habe ich 31.000 Euro noch als Zinsen gezahlt, plus die Tilgung logischerweise 100.000 Euro, sind wir bei insgesamt 131.898,75 Euro, was ich für den gesamten Kredit bezahlt habe. Das heißt also, der Vorteil des Annuitätendarlehens ist, dass ich eine gleichbleibende Annuität, also eine gleichbleibende Rate habe. Ich kann ja also sehr gut planen. Und die Zinsbelastung ist mittel am Ende. Also die befindet sich zwischen Abzahlungsdarlehen und zwischen dem Fälligkeitsdarlehen. So, ich hoffe mal, es sei nicht zu sehr verwirrt. Und ich konnte euch ein bisschen helfen. Und vielleicht sieht man sich das nächste Mal wieder. Und tschüss.